So, willkommen beim Kampf gegen Jan und der hat mir schon eine verpasst. Ah, stimmt, ich habe ja nochmal ein Lebensding gekriegt. Also ich weiß noch, auf der Xbox, als ich das gezockt habe, da habe ich diesen Kampf wirklich gehasst, weil die ist so stark. Halt schnell und mit diesen Hexenangriffen machst du halt echt immensen Schaden, wenn nicht aufpasst. Habe ich noch irgendwas, was mir hilft? Können wir das nochmal machen? Ich fand das sehr cool. Ach, das geht immer, oder was? Witzig. Komm schon, ich würde es mal probieren, ob das geht. Das ist ja witzig. Guck mal, vor allem wird es dann gar nicht verbraucht. Macht sie aber Schaden? Ich muss mal gerade drauf achten, auf der Anzeige. Komm, bevor ich sterbe, will ich es nochmal ausprobiert haben. Ich habe noch so ein Ding. Ich weiß nicht, wie man das gegen die gewinnen kann. Das habe ich nie geschafft. Also wenn die Energieanzeige des Gegners so aussieht, sollte sie eigentlich nicht mehr weiterkämpfen, glaube ich. Da war dann wahrscheinlich noch ein HP übrig. So, haben wir geschafft gegen sie. Das sieht nicht gut aus. Ich kaufe mir noch mal ein bisschen Lebensenergie. Ich würde ungern draufgehen da hinten. Da haben wir noch was. Treasures of the Clans, the Eyes of the World. Die Augen der Welt.
Jetzt. Was? Ach so. Kann ich die auch einfach ignorieren? Nee, kann ich nicht. Absetzen. Oder setzen wir sie erstmal wieder ab? Was war das? Ist sie gestorben oder was? Das lief jetzt noch nicht so gut. Dann kann ich sie auch eigentlich die ganze Zeit über da lassen. Ach so, das kommt immer näher. Ups, wollte eigentlich nur absetzen. Achso, ich kann die Waffe nicht aufnehmen mit ihr. Ich setze mal hier oben ab, das ist wahrscheinlich sicher. So. Dann kann ich mich nämlich um die kümmern. Na, danke. Gegner in der Luft, ne? Das sind meine Lieblingsgegner. Unter anderem. Gegner, die man mit Luftangriffen besiegen muss. Weil mir die Angriffe dann ins Leere gehen. Okay, das haben wir auch geschafft. Dann können wir den Little One wieder mitnehmen. Oh oh. Der zerbrochene Himmel, Kapitel 12, beendet.
Bekomme ich immer eine Steinauszeichnung, weil mehr verdiene ich nicht. Bin ein schlechter Gamer. Ich dieses Mod manchmal nicht mag. Gamer. Okay. Nein, daneben. Oh Gott. Heute ist einfach nicht mein Tag, Bayonetta zu spielen. Komm, du aber. Ich will dich treffen. Ah! Round over. Naja, zumindest kann ich mir nochmal einen grünen Lutscher kaufen für ein bisschen HP-Regeneration. Okay, dann habe ich mich geirrt. Das Spiel hat nicht nur 12 Kapitel, sondern mehr. Da hinten beim Stein müsste eigentlich das Ziel sein. Kapitel 13, die Kardinal immer noch. Ah nee, das ist wieder. Gerade hat mir den zerbrochenen Himmel. Der ist ja riesig. Sapienta. So, sliden wir mal davon. Wuhu. Oh mein Gott. Er ist, finde ich jetzt, der härteste Endgegner im Spiel. Also ich finde nicht mal, dass der letzte Boss so unglaublich hart ist. Das bedingt halt, weil er sich halt unter Wasser wieder verzieht. Und das ist halt relativ fies, seinen Angriffen dann auszuweichen. Ja, frech. So, einen haben wir schon mal kaputt. Müssen halt diese Arme zerstören, das ist das Ziel des Ganzen und er feuert nämlich auch noch mit Raketen und allem möglichen.
Der hat richtig großes Waffenarsenal. Hatte ich nicht noch einen Lucha? Hatte ich. Oh, next round. Jawohl. Jawohl, ja. Climax. So, jetzt können wir den ersten Climax schon mal machen. Und ihm auch nicht zusetzen. Mega gut. Oh, das hat nicht geklappt. Scheiße. Ja, das ist mit dem Climax hier nämlich ein bisschen schwieriger. Muss man den steuern. Ja, guck mal, jetzt hat er die Köpfe nämlich wieder. Und jetzt darf ich den ganzen Case nochmal machen. Ihn anzugreifen. Hat geklappt. So, das eigentliche Ziel ist nämlich dieser Kopf da. Den müssen wir uns schnappen. Wow, ausgewichen, mein Freund. Aber wie inszenatorisch ist das bitte? Du kämpfst auf dem Wasser, auf so einem Stück Metall von dem Flugzeug gegen dieses riesige Vieh hier. Climax, jawohl, ja. So, jetzt gibt's wieder auf die Fresse, mein Freund. Content, na fuck. Ah, das hat ja wunderbar geklappt. Müssen wir nochmal ein paar Mal auf die Fresse geben. Während er feuert wieder. Ja, das Quicktime-Event muss halt sitzen. Ansonsten keine Chance. Jetzt aber, komm. Diesmal klappt's. Diesmal muss ich rechtzeitig auf das Quicktime-Event achten. Jetzt. Wie du wagst es. Bam. Nom nom nom.
Und der Klappendödel. Das ist so cool. Ja. Jetzt weiß ich nämlich gerade nicht mehr, was ich machen muss. Weil du kannst die Dinger nicht schlagen, wenn sie feuern. Muss ich diese Minen irgendwie nehmen oder was? Weil das ist ja das eigentliche Ziel, dieses Ding da zu treffen. Ja. Eigentlich hat er nicht mehr viel, das ist eigentlich lächerlich. Climax. So, jetzt aber ist Schluss. Jetzt habe ich die Schnauze voll von dir, jetzt gibt's auf die Fresse! Spinne des Todes. Fletch. So, die Kardinaltugend der Weisheit haben abgeschlossen. Bam. Und noch eine Runde Angel Attack natürlich nach jeder Mission. Bin heute nicht treffsicher, eindeutig. Das sollte man am besten auch mit Tastatur und Maus spielen und nicht mit dem Gamepad. Aber das Spiel spielt sich halt am besten mit dem Gamepad, aber das hier nicht. Naja, tauschen wir den Rest mal einfach. 73.000. I'm rich. Isla del Sol.
So, und in Isla del Sol machen wir in der nächsten Folge von Bayonetta weiter. Ich danke euch erstmal sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, tut es gerne. Es ist frei für alle. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bye, Bayonetta. Bis dann.